Also als Bewohner der EU oder eines Landes in der EU oder in Europa würde ich sagen, geht mich die Europawahl schon mal sehr viel an. Und ich finde auch, dass die Europawahl fast gleichzusetzen ist mit der Bundestagswahl. Denn in beiden werden wichtige Entscheidungen getroffen und Stellvertreter werden gewählt für das jeweilige Land oder für ja, das Bundesland. Und ich finde, der einzige Unterschied ist nur die mediale Aufmerksamkeit oder auch das Pushen durch die Medien, wenn es das gäbe. Ich glaube, dann wäre es schon ganz anders aus und man müsste sich die Frage gar nicht mehr so stellen. Denn wenn es schon eine Wahl gibt, ist ja eigentlich klar, dass es eine Wichtigkeit besitzt oder auch, dass es gerechtfertigt ist, so viel Aufwand zu betreiben. Also was ich an der EU jetzt besonders schätze, ist zum Beispiel, dass Schulzeugnisse oder andere Ausbildungsnachweise auch im Ausland anerkannt werden. Jetzt kann ich dann zum Beispiel nach meinem Abi ins Ausland gehen und da studieren und ohne Probleme, weil eben alles gleichgestellt wurde. Das ist halt ein großer Vorteil, aber auch solche Sachen wie ja, die Währung, also mit dem Euro, oder dass man keinen Zoll mehr bezahlen muss, wenn man jetzt dann in Urlaub fährt nach Frankreich oder so, dann muss man nicht mehr dann so lange stehen und Ausweis zahlen, Geld bezahlen. Aber auch so Sachen wie Umweltschutz und ja, zum Beispiel, dass Deutschland den Markt nutzt, also viel exportiert. Oder Sicherheit in der EU. Ja, das finde ich, sollte man auch zu schätzen wissen. Also ich gehe nicht zur Europawahl, denn ich kann das ganz bequem von zu Hause aus machen. Ich bin nämlich Briefwähler. Ja, mitbestimmen ist natürlich cool. Weißt du Bescheid?